Ich würde viel lieber wieder die Bilder angucken. Ich fühle mich irgendwie nicht wohl. Nicht so wirklich, nee. Ich fühle mich hier nicht besonders wohl, nein. Ach, nö. Da stöhnt der junge Mann. Ach, die steht. So. Hoch, die macht sie Beine. Och, da macht sie die Beine breit. Sag mal, bewegen die sich? Was? Okay, ich gehe trotzdem hier durch. Hohohohoho, auch so viele Schenkel. Es hatte ja lange nicht mehr so viele Schenkel in der Hand, du. Oh, immer dieses Kacklicht, ey. Oh. Juckt die Nase und blind bin ich auch noch. Was hat er mit mir gemacht? Wo hat er mich hingetan? Was zur Hölle? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit! Shit! Lauf doch! Shit! Da war ja was! Fuck! Shit! Nein! Renn doch! Alter Mann, renn! Guck nicht dauernd nach hinten, das nimmt dir nur Geschwindigkeit, Junge! Hast du im Sportunterricht nicht aufgepasst? Lauf, 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 lauf! Mach dir zu! Ich glaube, ich muss hier raus. Scheiße, 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 scheiße. Komm, 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 komm. Oder auch nicht. Oder auch nicht, genau. Los, hoch mit dir. Zieh, 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 zieh! Oh. Dieses ekelhafte Grinsen, Alter, das habe ich ja ganz vergessen. Ah, die Alte. Die hat so viele Warzen und Haare. Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung. Warzerina heißt die gute Frau. Oder Buschwarze. Heieieieiei. Fuck. Die ist ja böse. Oh, davon weiß ich gar nicht mehr. Das ist ja unfair. Ich hätte es lieber gewusst. Bin ich ganz ehrlich. Ah, shit. Das habe ich ja total vergessen, die Frau. Oh, ist sie jetzt weg? Nichts zu hören. Ach, komm schon. Willst du mich verarschen? Scheiße! Ich hab's vergessen! Lauf, Alter, lauf! Nein, 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 nein! Ach nee, der Typ bekommt ja auch noch! Verdammt! Lauf, lauf, lauf! Oh, nö! Ei, das tut weh! Das tut weh, das gibt eine Narbe! Nein! Ei, 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 ei! Boah, hier ist die hässlich! Die ist so hässlich! Jetzt lacht sie nicht mehr. Ich glaube, die ist ein bisschen bockig. Ist die jetzt weg? Boah. Okay. Was zum Teufel geht hier vor? Junge, Junge. Basti, das hast du doch schon mal durchgehabt. Da fragst du noch. Was? Ach so, automatische Gesundheitsregeneration.
Okay, wenn deine Gesundheit einen kritischen Zustand erreicht, färbt sich die Lebensanzeige rot. Solange die Lebensanzeige rot ist, regeneriert sich deine Gesundheit automatisch bis zu einem gewissen Punkt. Wenn du dich nicht bewegst, regeneriert sie sich schneller. Also suche bei kritischer Gesundheit einen sicheren Ort zum Verstecken, zum Erholen auf. Okay, alles klar. Dann bleibe ich mal stehen, damit es schneller geht. Er macht jetzt nur... Okay. Also nur so ein Fitzel, aber naja gut. Naja gut. Immerhin. Wir können uns wenigstens wieder bewegen, vernünftig. Und wo bin ich jetzt? Du bist auf dem Klo. Tja. Also Basti, wenn du hier noch dein Angstschiss verrichten willst, bitteschön. Nein? Gut. Deine Entscheidung. Oh, ist das etwa... Oh, Drogen. Drogen sind immer gut. Drogen sind immer gut. Was? Maus 3. Ah, okay. Wo tun wir das hin? Die machen wir mal... Ich würde sagen, auf die 4. Gut. Ich heb's aber erstmal noch auf. Erstmal. Ich hoffe, ich bereue es nicht. Oder wollen wir sie nehmen? Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ach komm. Rein mit der Scheiße. Oh, geil. Das gibt Feeling. What a feeling. Ach so. Wo warst du, als ich dich gebraucht habe? Ja, das, die Frage könnte ich genauso stellen. Basti, du machst deinen Scheiß durch, hä? Ja, jetzt regnet's auch noch. Vielleicht ist das der richtige Ort. Ja, es Regen. Von wegen Sonnenschein. Wozu? Lily, ich hoffe, du bist hier. Okay. Foto der Familie Castellanos. Dieses Foto, ich dachte, es wäre für immer im Feuer verloren gegangen. Ich weiß noch, als wir es geschossen haben. Lillys Atem roch nach Zuckerwatte und Myra sah so schön aus wie nie zuvor. Oh. Er ist eindeutig... Scheiße ist das. Eindeutig ein Familienmensch, der gute Mann. Kidman? Sebastian, wo warst du? Wir haben dich verloren. Keine Ahnung. Aber es war auf keinen Fall eine idyllische Kleinstadt. Irgendwas Furchtbares geht hier vor, Kidman. Baker ist tot. Hier läuft ein Killer rum, der Dinge tun kann, die... Das ist wieder wie in Beacon. Wohin zum Teufel hast du mich geschickt? Echt mal. Ich weiß es nicht. Wir sehen von hier draußen nichts. Hätte ich auch gesagt. Baker führte das Team an. Wenn er tot ist, bedeutet das für die anderen nichts Gutes. Schau dich weiter um. Je mehr Infos du sammelst, desto besser kann ich dir helfen. Ja. Klar. Klar. Ah! Wir haben jetzt ein kleines Päckchen bekommen, weil wir vorbestellt haben. Sogar eine Waffe. Schick, schick. Schießpulver. Mhm. Okay, mit der können wir wohl Munition herstellen. Hochwertige Waffenteile. Diese Komponenten sind von höherer Qualität als normale Waffenteile. Sie können verwendet werden, um Waffenverbesserungen freizuschalten. Okay. Waffenteile. Verschiedene nützliche Komponenten, mit denen du an Werkbänken Waffen verbessern kannst. Erste-Hilfe-Koffer. Enthält Medikamente, die eine mittlere Menge Gesundheit wiederherstellen. Besser als eine Spritze. Erste-Hilfe-Koffer können aus Kräutern hergestellt werden. Das ist schon mal gut. Kraut. Eine Pflanze mit heilenden Eigenschaften. Mit dieser Komponente können nützliche Gegenstände hergestellt werden. Zum Beispiel Medizinkisten. Gut. Dann nehmen wir das Kräuterli gleich mal mit hier. Und schauen uns hier langsam mal um. Was? Achso, ich soll ja jetzt auswählen. Stimmt, jetzt habe ich hier die Waffe. Die machen wir mal auf die 1, logischerweise. Das machen wir auf die 3, würde ich sagen. Oder machen wir auf die 5? Machen wir erstmal auf die 5, weil wir bekommen ja später bestimmt noch ein paar Waffen dazu. So, mehr haben wir ja nicht.
Munition haben wir ja leider Gottes auch nicht. Oder haben wir Munition? Oh doch. Okay. Gut. Naja. So. Lass mal schön umschauen. Vielleicht finden wir ja noch ein Kräuterli. Oder irgendwas anderes. Ich glaube, das Licht können wir erstmal ausmachen. Armer Mistkerl. Hier so verwesen zu müssen. Kann man das kaputt machen? Kann man ja wirklich. Ist da irgendwas Nützliches drin? Nee? Hätte ja sein können, wenn sie schon reinfügen, dass man es kaputt machen kann. Wäre schon geil, wenn man... Ne? Außer kommt wenigstens ein bisschen frische Luft rein. Ne? Keine Sorge, Sebastian. Das ist nur eine kleine, ruhige Stadt. Ja. Zu ruhig. Wir sind in der Stadt. Ich sehe nur Boom. Ich sehe nur Boom. Ah, ein Haus. Also, dann ist es natürlich eine Stadt. Du musst essen. Haut und Knochen. Essen. Hallo? Du musst essen. Hey! Sie muss mich gehört haben. Nee, nee, hat sie nicht. Ich schaue lieber mal nach. Tu's nicht. Nein, 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 nein. Lass den Kack. Tu's nicht, Mann. Och, Mann, ey. Warum tut er sowas? Warum? Warum? Hallo? Haut und Knochen. Essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Aufessen. Du musst essen. Du musst essen. Haut und Knochen. Ich sagte, iss! Na also, weine nicht. Es ist nur zu deinem Besten. Igitt. Ist ja mutig, Junge. Was zum... Oh oh. Oh ja, große Scheiße. Nein! Fuck. Ekelhaft! Oh oh. Fuck. Oh Gott. Nein. Nein. Habe ich schon gesagt, dass ich nicht zielen kann? Grünes Gel. Es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Ja, beruhigend. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Wie im ersten Teil also. Ja. Kann man noch irgendwas? Nee. Kidman. Das ging schnell. Hast du was Neues erfahren? Ja, habe ich. Dass es hier wirklich wie in Beacon ist. Die Leute verwandeln sich in Kreaturen. Keine Ahnung. Aber Lilly schwebt definitiv in größerer Gefahr als gedacht. Sebastian. Hör auf, Kidman. Überlass mir das. Ich finde sie. Richtig. Zeig's der Alten. Ja, jetzt haben wir zumindest schon mal unser erstes Gel gefunden. Und ich habe das erste Mal geschossen. Ah ja. Okay.
Ich kann hier in Deckung gehen, warum auch immer. Ich hoffe, ich werde es nicht machen müssen. Wunderschön, wunderschön. Gut, dass du nicht mehr leidest, Junge. Ja, genau. Ganz schnell weg. Pfui, Deibel ist ja widerlich. Ja, jetzt sind wir wieder hier. Jo. Gitti. Jetzt brauche ich doch mal mein Taschenlämpchen wieder. Ist ja ekelhaft, das ist so widerlich. Ich hasse solche Spiele, die sind immer so eklig. Warum muss das immer so ekelhaft sein? Kann das nicht in der Blumenwiese sein mit Bienchen und Schmetterlingen und so? Warum muss es immer so aussehen? Oh, Schießpulver. Ja. Hier gibt es wohl weiter nichts. Nee. Gut, dann verschwinden wir mal ganz schnell wieder. Aber ganz, ganz schnell. So pottig ist die. Pottig. Ach Gott. Nee, ich will keine Hupe benutzen. Da hätte ich jetzt die Hupe benutzen können, aber wozu? Ja. Ja, das mache ich doch die ganze Zeit schon. Maustaste 1. Das hier. Haha, Munition! Munition ist... Nimmst du die Munition? Munition ist sehr gut. Und was ist das? Irgendwie dauert das eine Weile, bis er das aufnimmt. Ist das normal? Also ich könnte schwören, bei der letzten Aufnahme, die mir abgeschmiert ist, ging es besser. Jetzt habe ich einen Gänsehautschauer von dem Ecke-Tischgelumpe da. Juhu! Ich werde eingestiegen, losgefahren, Mann! Warum immer alles zu Fuß? Im Auto ist man doch viel sicherer. Da kann man alle umfahren. Einfach drüber gemetzelt und gut ist. Fertig ist der Lack. Achso, ich soll sprinten? Okay, dann sprinte ich. Was denn jetzt? Ja, was ist denn nun schon wieder kaputt? Was ist denn das? Was ist da los? O'Neill, Bewegung! Ich habe vergessen, die Kamera auszuschalten. Passiert. Mobius-Agenten. Ja. Also leben doch noch welche. Verdammt. Diese Dinger sind überall. Ich muss da rein und den Kerl ausquetschen. Ja, Schleichmodus. Okay. Alles klar. Mit F kann ich einen Schleichangriff durchführen. Das werden wir dann wohl auch gleich machen müssen. Oh, da liegt was Schönes. Okay. Alles klar. Wow. Der Kern entkam vor weniger als einem Tag. Nach nur wenigen Stunden erhielten wir Berichte über immer mehr Verlorene. Und sie jagen und töten alle, die noch am Leben sind. Es
Es ist ein Albtraum. Wenn das so weitergeht, ist in 2 Wochen keiner mehr da. Wir sind alle verdammt. Tut mir leid. Beweisen Sie mir Ihre Treue. Bringen Sie mir den Kern. Lily. Sie sind verdammt dazu, Ihre Fehler zu wiederholen. Papa. Ich komme wieder, bis einer von uns tot ist. Kommen Sie. Ich warte. Ihr Wunsch.